Bevor ihr alle zu euren Autos geht, möchte ich euch noch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Alexander Folter, ich bin der Bürgermeister von Gerersdorf bei Wien und ich freue mich, dass ihr so zahlreich zu uns nach Gerersdorf gekommen seid. Herzlich willkommen! Ich möchte noch trotzdem erwähnen, dass diese Oldtimer-Rallye, diese Genuss-Rallye stattfinden kann. Und zwar das erste Mal bei uns in Gerersdorf verdanken wir nicht zuletzt dem Veranstalter, und zwar dem Verein Gerersdorfer Sportfreunde. Ich glaube, das hat sich wirklich einen großen Applaus verdient. Gehabt, das ist leider jetzt nicht dabei. Deshalb starten wir bei der Epoche 2, Baujahre 1946 bis 1966. Dann gibt es die Epoche 3, die Baujahre 1967 bis 1975. Und die Epoche 4, die Baujahre 1976 bis 1989. Eine nicht alltägliche Veranstaltung. Wie gefällt es bis jetzt? Ausgezeichnet. Es ist auch meine erste Oldtimer-Rallye. Ich war schon bei vielen Oldtimer-Treffen zu Gast, aber es ist ein ganz ein besonderes Erlebnis, hier die vielen Liebhaberobjekte live miterleben zu können. Gibt es ein Fahrzeug, was Sie gesehen haben, was Ihnen sofort ins Herz gesprungen ist? Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht die große Fahrzeugkennerin. Es gibt natürlich das eine oder andere Stückerl, was einem besonders ins Auge fällt, aber jedes für sich hat ganz besondere Details und ein ganz ein besonderes Flair, was hier auch versprüht wird. Und ich glaube, das wäre ungerecht, eines besonders hervorzuheben, weil man schon merkt, wie viel Liebe und Herzblut in den einzelnen Fahrzeugen steckt. Genussrallye in einer Genussregion ist eigentlich eine tolle Sache. Ne? Ist eine tolle Sache, vor allem die Rallye geht ja auch über alle drei Bezirke, die ich auch als Abgeordnete betreuen darf, die Bezirke Misselbach, Hollabrunn und Korneuburg. Und glauben Sie mir, die vielen tausend Kilometer, die ich jedes Jahr hier zurücklege und die vielen Veranstaltungen, die ich besuche, da kann ich unser Weinviertel, unser wunderschönes Weinviertel jedem nur ans Herzen legen. Ja, wir sind bei der ersten Gerersdorfer Genussrallye und es ist ein Genuss. Ja, es ist ein Genuss, ein Vergnügen zuzuschauen, wie viele heute gekommen sind. 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen. Ich freue mich sehr. Es sind ein paar wunderschöne Stücke dabei. Ne? Es sind die Klassiker Porsches und Mercedes, BMW, Barock, Engel, aber auch Fahrzeuge neueren Modells. Und wenn man dann das Baujahr sieht, darf man dann immer rätseln, ist das jetzt das vom Fahrzeug oder vom Fahrer? Wir haben gehört, es gibt eine Verbindung zur Lackiererei, aber muss man sagen, die Fahrzeuge sind eigentlich meisterlich lackiert und erhalten. Ich bin aufgewachsen in einer Autospritzlackierer-Werkstatt. Über 5 Generationen war das der Beruf meiner Vorfahren. Und ich habe als Kind alle dieser Autos von innen kennengelernt und natürlich auch schon gewusst, wie lackiert man solche Autos. Und wenn ich so die ersten Metallisé-Lacke hier an den Oldtimern sehe, weckt das Erinnerungen an meine früheste Kindheit. Ja, dann wünsche ich, dass dieses die Rallye ohne unfallfrei natürlich vor allem zu Ende geht und wir freuen uns schon auf Seyring. In Seyring wird der Abschluss sein und ich freue mich auch, wenn ab 17 Uhr dort alle gut erhalten und frisch, hoffentlich hält das Wetter, dann eintreffen werden. Dann sage ich schon danke. Ich danke herzlich.
runterfahren, super schönen Feuerwehrauto. Ist das noch in Einsatz? Nein, ist nur mehr als Oldtimer gedacht bei der Feuerwehr Gerersdorf. Das ist ein Tanklöschfahrzeug, 2000 ist das? Das ist korrekt, aus dem Baujahr 1966, der 2003, 4, 5 liebevoll von unserem Waldkommandanten und anderen Kameraden herstelliert worden ist. Wie lange ist der jetzt außer Betrieb? Ja, seit 2003 eigentlich bei der Feuerwehr Gerersdorf außer Betrieb, war dann bis, seit 1993 bei der Feuerwehr Gerersdorf außer Betrieb, war dann in Billigsdorf bei der Feuerwehr in Einsatz und von dort haben wir dann wieder zurückgekauft. Zurück in die Heimat? So ist es. Leider ist halt derzeit so bei vielen Feuerwehren, dass sehr viele alte Fahrzeuge da sind, aber der Platz ist nicht zur Verfügung, um diese unterzubringen. Gott sei Dank haben wir einen Stellplatz gefunden bei uns im Feuerwehrhaus, dass er wieder seine Heimat findet. Wunderbar, ne? Das gefällt uns, dass er wieder zurückgekommen ist. Dann sage ich schon danke. Bitte. Bitte sehr. Danke. Ja, die Genussrallye ist zu Ende gegangen, mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, bin ich vollkommen zufrieden, ja. Bis jetzt schon, ja. Ja, was ist so besonders an dieser Rallye? Dass sie in einer Gegend ist, wo normalerweise keine solche Rallye stattfinden. Die finden immer nur in der hügeligen und bergigen Welt statt, südlich von Wien. Und wir haben es jetzt im Norden einmal. Das ist was ganz Neues. Der Startnehmerfeld sagt, Interesse ist vorhanden. Also ich hoffe, wir werden es nächstes Jahr wieder machen. Es waren ein paar schöne Schmankeln dabei von den Autos her, ne, was man gesehen hat. Ja, es waren einige dabei. Wir haben zwar Sportwagen oder mehrere Sportwagen gehabt, aber zwei ganz besondere Lamborghini Countach. Mhm. Dann haben wir, der älteste war dieser sogenannte Monarch aus Amerika, mit dem Baujahr 1950. Dann haben wir noch mitgehabt diesen Alpha-Nachbau, ein Alpha aus dem 39er Jahr, das ist aber ein Nachbau. Mhm. Also Autos, 28 verschiedene Marken waren da. Super. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Rallye, da denkt man sich immer, die fliegen da über die Straßen drüber, das ist in dem Fall ja nicht. Nein, das ist absolut nicht. Alles geht nach STV. Mhm. Es ist eine vorgeschriebene Zeit, in dieser sollten Sie diese Etappe fahren. Und dazwischen gibt es eben sogenannte BK-Prüfung, BK, da holen Sie sich einen Stempel ab. Da kann man das ganze Feld wieder ein bisschen beruhigen, weil doch viele Fahrer dann etwas schneller fahren, mhm, als erlaubt ist. Und dazwischen haben wir noch einige Timingprüfungen gehabt. Mhm. Und schaut so aus, könnt ihr euch das nächstes Jahr wieder vorstellen? Dass ich es mache, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wir hoffen, dass wir mit der Gemeinde wieder zusammenkommen und dass wir eine zweite Gerersdorfer Oldtimer-Klassik haben. Das wäre eine super Sache, es war nämlich wirklich eine tolle Veranstaltung in der Früh schon, also es war spitze. Gott sei Dank, gefallen. Danke. Bitte.